So, willkommen zum Teil 2 dieser Software. Und zwar das Thema Anlaufeffekt. Wir haben hier die Orgel 1956 B3 Dry. Das ist ein Preset. Dieses Preset kommt von der Seite Nummer 3. Auf der Page Nummer 3 habe ich den 1956 B3 Dry, also der trockene Sample. Ja? Und zwar, wir haben hier die 1956 gesampelt mit Leslie. Und auf der Seite 3 trocken. So, um das mal zu zeigen, wir haben hier, ich habe die hier abgespeichert, die Orgel hat, wenn sie werksmäßig aufgerufen wird, auch nochmal wichtig zu wissen, die Orgel wird aufgerufen, dann habe ich nicht die Möglichkeit, über den Expansion Manager diesen Real Rotary dazu zu machen. Warum nicht? Ich gehe davon aus, dass Yamaha durch den Expansion Manager eine Kompatibilität herstellt zwischen Chinos, Chinos 1, Chinos 2, die SX-Modelle, SX-900, die Clavinova-Modelle können ja auch diese Samples laden. Wenn die so eine Software haben wollen und die benutzen irgendeinen Effekt, der nicht werksmäßig in den Maschinen alle drin ist, dann haben die ein Problem. Ja? Dann wird der Sample wahrscheinlich über einen Fehler interpretiert. Ja? Deshalb habe ich nur die Möglichkeit, über den Expansion Manager diesen Rotary-Effekt dazu zu schalten, den hier. Ja? Wenn ich den ausschalte, habe ich den Sample trocken. Ganz trocken, ja. Kein Leslie, kein Vibrato, nichts drauf, ja. Ich habe natürlich jetzt in die Registration den Real Rotary dazugestellt beim Chinos 2. Also ich schalte den ein. Bei Chinos 2 liegt der auf den Modulationseffekten auf Real Rotary. Das haben natürlich die Chinos 1 Leute auch, ganz klar. Sitzt wahrscheinlich an der falschen, Entschuldigung, an der gleichen Stelle, ja. Wenn er an der falschen Stelle sitzt, dann wer sucht, der findet, er ist auf jeden Fall drin, ja. So, den gibt's und der sieht dann so aus, den kennen die Chinos 1 Leute genauso. Dann stellt man den da drauf und speichert das ab. Was natürlich auch geht, ist natürlich, dass ich den Sound intern abspeichere, dass ich zum Beispiel jetzt auf Voice Edit gehe, auf diese Voice-Edit-Funktion, kann ich auch so erreichen, wer es nur so kennt, Menü, Seite 2, Voice-Edit hier und ich gehe auf den Effekt, dann habe ich hier diesen Rotary-Effekt drauf, wenn ich da drauf gehe, komme ich genauso auf diese Effekte drauf. Ja? Da kann dieser Sound natürlich dann abgespeichert werden unter Save und dann kann ich Entschuldigung, ich habe die Aufnahme laufen, nehme während ich spiele auf und ziehe das dann auf eine Wave-Datei, dass die Qualität besser wird. Also das kann ich jetzt nicht zeigen, aber ich kann den Sound ja intern abspeichern und kann sagen, ich möchte jetzt immer diese Orgel aufrufen mit diesem Real Rotary. Das geht natürlich und dann wird der so aufgerufen. Dazu müssen übrigens die Leute sowieso, wenn jemand andere Effekte möchte, eigene Effekte da drauf, muss der sowieso den Sound intern abspeichern auf seinen Userplatz. Ja? Wenn er praktisch diese Voice-Edit-Funktion hier durchmacht und will da irgendwas verändern oder er will den leiser oder lauter haben, hier bei Volume, muss der quasi diesen Sample abspeichern in seinen User. Hier gibt es die Save-Möglichkeit. Wer da Unterstützung oder Hilfe braucht, bitte Kommentarfunktion, machen wir ein extra Video, zeige ich, wie das geht. So, also jetzt habe ich die Dry Organ. Ja? So, was ich hier eigentlich ursprünglich zeigen will, wir haben diese 1956 Orgel völlig trocken gesampelt und haben hier dieses interne Leslie Rotary draufgestellt. Dann klingt das so. Entschuldigung, das war der falsche Knopf. Ich war den Knopf gewohnt, umzustellen. Wir haben bei dieser Registration Memory auf den zweiten Platz den Rotary belegt. Moment, ich zeig's. Die
diesen Anlauf-Effekt, diesen Fast-Anlauf-Effekt, um das mal ganz kurz in der Software zu zeigen, ich gehe hier auf Direct Access, auf Assignable Buttons. Wir haben hier die Einstellung Modulation plus Alternate, also Ein- und Ausschalten, Alternativ 1 oder aus wieder beim erneuten Drücken oder Organ Rotary Slow Fast. Diese Funktion haben wir bei Voice. Organ Rotary Slow Fast haben natürlich die Chinos Leute auch. Also Chinos 1 hat das natürlich auch drin, ja. So, und diese Funktion habe ich hier noch erweitert. Das heißt, Moment, links weg. Ich wollte jetzt mal die Tastatur hier ganz. Jetzt der Anlauf-Effekt, ja. So, klingt sehr gut, auf ersten Moment klingt sehr gut. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der internen Orgel, die habe ich hier, zeigt es hier mal und mach mal kurz den perkussiven 2/2 Drittel weg und mach mal hier die gleiche Einstellung. Das war übrigens beim Samplen, war das diese 1956 Dry-Einstellung, war diese Einstellung so ungefähr, so war sie ungefähr, ja, so diese Optik, ja. Leslie langsam, so. Umschalten. Das ist der Unterschied zwischen dem Sample 1956 B3 Dry, also trocken. Umschalten auf die interne. So, das wäre der Unterschied. Jetzt zeige ich mal auf dem Ride 2 den Unterschied, warum wir das so gesampelt haben, und zwar die gleiche Orgel wäre ja hier praktisch die B3 Fast. Ja, mal um die zu zeigen, gehe ich mal hier auf, ganz anders, ich gehe hier auf den Switch Sample, so Slow to Fast, und auf dem Ride 3 gehe ich auf den. Moment, so, geht schnell. Ja, so. So, genau. Das wäre jetzt genau das, was ich wollte. Ich wollte umstellen zwischen Ride 2 und 3 mit dem. Ja, so, und wollte den mal vergleichen mit dem. So, das wäre jetzt praktisch der gleiche Sample. Einmal mit Leslie gesampelt und einmal Leslie von Chino selber, ja. Da haben wir den Anlaufeffekt natürlich drin. So, ich schalte wieder um. Der Dry Sample. Klingt sehr gut. Aber der mit Leslie gesampelte klingt so und der interne klingt so. So, jetzt kann jemand natürlich hergehen und das interne Leslie hier noch etwas verändern. Er kann in die Details gehen und kann sagen, okay, er will mehr Drive, das heißt Drive wäre mehr Verzerrer. Er kann aber praktisch diesen Speed Control mehr auf Fast, Speed Control, Moment. Nee, das war ja praktisch Slow Fast. Aber es gibt noch eine Funktion, Moment, genau. Woofer Speed Fast, also man kann hier die Slow-Speed-Einstellung und die Fast-Speed-Einstellung nochmal verändern. Ja, man kann die nochmal beeinflussen. Da kann man natürlich, sage ich mal, jetzt drin rumfummeln, ja, so viel man will. Trotzdem bin ich der Meinung, dass. Das klingt natürlich lebendiger. Das klingt viel mehr nach Leslie. Ja, gut. Wenn jemand natürlich sagt, er möchte lieber den Anlaufeffekt,
für mich ist der nicht so wichtig, aber wenn jemand das möchte, dann muss er natürlich damit leben, dass dieser Leslie-Effekt, der intern nicht so gut klingt wie der Leslie-Effekt, der da abgesampelt wurde. Ja? Aber es kann gut sein, wenn jemand sagt, okay, er möchte die Software haben und möchte ich nochmal vielleicht diese Update-Geschichte ansprechen. Ja? Und zwar, wenn mir einfallen sollte, die Software zu erweitern mit einem Sample oder zwei Samples oder ich habe irgendeine Idee, um die Software zu verbessern, dann kriegen die Leute, die die Software schon haben, automatisch ein Update, also ohne nachzufragen, ohne irgendwas, kriegen die plötzlich eine Mail und bekommen automatisch ein Update von der Software und da steht dann auch drin, im Expansion Manager steht dann drin, an dem kleinen Icon, dieses Bild, steht dann dran, Softwareversion V1.1. Im Moment sind wir bei 1.0 und dann steht 1.1 dran. Ja, es kann sein, dass da vielleicht noch so ein paar Samples kommen. Ich muss ja auf die Reaktion achten der Leute, wenn die Leute sagen, wir wollen das aber so haben mit diesem Anlaufeffekt, können die ja haben, kein Problem. Dann samplen wir nochmal diese Orgel ab in verschiedenen Zugriegeleinstellungen und machen da eine andere Kombi. Ja, also das heißt also die Möglichkeit, dass man ein paar Kombi-Möglichkeiten hat mit dem internen Leslie, dass quasi dieser Anlaufeffekt mit draufkommt. So, aber ich habe eine andere Idee hier mal gehabt bei dem Umsetzen dieser Software. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf den Platz Nummer 6 gehe, habe ich noch mal eine Preset-Idee gehabt. Und zwar, ich kann ja praktisch zwei Dinge kombinieren. Diese 1956 B3 Drocken mit dem Leslie-Effekt, der Anlaufeffekt. Und hier auf dem Ride Nummer 3 habe ich die interne Orgel drauf. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel die Zugriegel benutze, ja, und die sind jetzt beide gekoppelt über das Leslie, die haben jetzt beide den Leslie-Effekt und reagieren auch auf den Anlauf-Effekt. Wir sehen das hier im Display. Rotary, Slow Fast. Und so haben wir den Grundcharakter dieser Orgel. So, als Beispiel. Ich nehme hier zum Beispiel den 2-Fuß dazu und den 2/2 Drittel. Speichere das mal hier ab auf 7 und schalte die Orgel, die gesampelte B3 1956 mal komplett ab und simuliere das mit dem Sample hier. Und zwar mache ich den 16 Fuß voll dazu, den 5 1/3 war so ungefähr und der 8 war so. Ja? Und speichere das hier ab und habe quasi jetzt dieselbe Einstellung mit der internen Orgel. Und das wäre die interne Orgel mit dem 1956 Sound trocken und die Einstellung 4 2/3 der 2/2 Drittel voll rausgezogen und der zur Hälfte, der Vierer. Auch hier merkt man deutlich einen riesen Unterschied zwischen der internen Orgel, gleiche Einstellung, die hat halt mehr Druck. Ja? So, das wäre eine Möglichkeit, das zu kombinieren, weil das mich persönlich interessiert, ist jetzt zum Beispiel wenig. Da habe ich so ein, also mich interessiert es wenig, ob da jetzt die zwei Zugriegel da oben auch noch gesampelt sind. Also Beispiel. Ich gehe jetzt auf die Orgel da drauf, ja, und ziehe den 2/2 Drittel noch mal kurz raus. Völlig ausreichend.
Oder ich mache den Zugriegel von der Perkussion dazu. Klingt trotzdem völlig anders. Ja? Also das wäre eine Kombimöglichkeit, die ich rausgefunden habe, wenn jemand diesen Anlaufeffekt möchte. Wie gesagt, wenn neue Ideen rauskommen oder Anregungen oder Verbesserungen, gibt es ein Software-Update natürlich kostenlos für die Leute, die die Software später kaufen. Und es gibt vielleicht eine 1.1-Version, die haben dann gleich diese Version. Und diejenigen, wo die am Anfang kaufen und kriegen dann ein Update, die kriegen das automatisch zugeschickt. Die müssen nicht mal nachfragen, die kriegen einfach eine E-Mail. Und dann gibt es die Version 1.1, dann können die das auf dem Expansion Manager austauschen und nachladen. Die Registrationen, die gemacht werden im Gerät, die liegen ja sowieso im Bereich des User. Die liegen im User-Bereich, werden da, dort abgelegt und greifen dann auf die Expansion Samples zu. Ja, hier auf diese, hier haben wir die Samples, genau, die greifen auf die Sounds zu und die sitzen ja immer an der gleichen Stelle. Und somit sind die Presets kompatibel, die Registrationen, die sich jemand macht. So, das wäre praktisch jetzt Teil 2 gewesen von dieser Software. Man kann natürlich viel, viel darüber sprechen, über die Möglichkeiten. Es wird auf jeden Fall noch ein Video rauskommen, wo ich die genauen Kombinationen erkläre für die Leute, die kein Genos 2 haben und die Registrationen nicht benutzen können. Wie gesagt, ist relativ einfach, der Überblick, man geht die Preset einzeln durch, dann sage ich kurz, welche Kombis hier belegt sind, dann kann es jeder mal kurz nachvollziehen und kurz einstellen, das geht eigentlich relativ schnell. Ja? So, also vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es Anregungen oder Fragen gibt oder irgendwas, einfach in die Kommentarfunktion rein und dann gibt es auch eine Antwort. Also, und tschüss!